ein bisschen was habe ich schon vorbereitet für unsere super einfachen Mokassins. Und zwar war ich so frei und habe hier mal den Fußabdruck meiner Freundin genommen und schön ausgeschnitten. Das ist so ein alter Bodenbelag hier. Und ich habe diesen Fußabdruck auch schon mal auf ein Stück Leder gepaust. Ursprünglich war dieses Lederstück eben hier in dem Lappen drin und ich habe noch einen anderen Lappen gehabt. Und dieses Abpausen ist einfach ein Übertragen der groben Fußform desjenigen, der den Schuh machen möchte, auf dieses Stück Leder. Jetzt ist da natürlich noch einiges außen drum rum und das ist der erste wichtige Schritt, den man machen muss, nämlich feststellen, wie viel Rand brauche ich hier um meinen Fuß außen herum. Das ist ganz simpel und da kann man auch seinen eigenen Körper als Maß nehmen, denn wir brauchen quasi, ein Dreifingermaß, also unseren Zeigefinger, unseren Stinkefinger und unseren Ringfinger. Und die legen wir hier an, einmal um unseren Fuß herum. Und wir haben quasi ringsrum um unseren Fuß immer ungefähr einen Dreifingerbreiten Abstand. Wir schneiden das Ganze dann hier so zu einem Oval aus. Und fertig ist quasi die Grundlage für unseren Mokassin. Gleiches natürlich noch für die andere Seite. Es hat sich gezeigt, dass die glatte Seite nach außen zu tragen besser ist als die raue Seite. Die glatte Seite ist zum einen wasserabweisend zumindest, auch wenn sie etwas glatt ist und deswegen etwas schlüpfrig teilweise, hält es dadurch einfach auch ein bisschen länger euer Schuh. Dann kann man noch was weiteres vorbereiten, nämlich wir brauchen zahlreiche solcher Lederschnüre. Man könnte es sicherlich auch mit einer normalen Haushaltsschnur nehmen, wie man es vom Paketepacken kennt. Aber ich nutze immer das Leder, was ich schon habe. In dem Fall habe ich ja hier dieses Oval ausgeschnitten. Und da kann ich jetzt einfach am Rand des Ovals ein paar Lederstreifen runtersäbeln. Die sollten nicht dicker als 5 mm sein, sonst ist es einfach zu umständlich, die zu schnüren und es hält auch nicht so gut. Allzu fein sollten sie nicht sein, denn Leder reißt ganz gerne, wenn es zu dünn ist. Und wenn man dann schon mal hier so eine Kante hat, geht es auch einfach richtig fix. Und durch die ovale Form unserer Schuhvorlage haben wir da auch gleich eine große Strecke, die wir zurücklegen müssen. Und man hat ja meistens eh immer einen Rest übrig. So. Und schwuppdiwupp hat man einen Lederbändel. Jetzt geht es weiter. Und zwar müssten wir jetzt natürlich Löcher stechen, damit wir durch die Löcher unsere Bändel fädeln können und das Ganze einen Schuh ergibt. Wenn man sich jetzt hier mal so einen Fuß anguckt, ja, dann haben wir hier natürlich unseren großen Zeh und hier irgendwo ist der kleine Zeh. Und die wollen wir jetzt einpacken mit Leder. Und hierfür machen wir einmal einen Kreis außenrum. Löcher rein in das Leder. Das kann man entweder hier mit so einem Spieß machen, kann man auch einen ganz normalen Nagel nehmen, einen dicken Nagel natürlich, einen Zimmermannsnagel, kann man auch ein Brett drunter legen und es dann da reinklopfen. Und diese Löcher, die sollten circa 1 bis 2 Daumen weit auseinander liegen. Ich zeige das mal hier, Loch 1 und Loch 2, ja, 1,5 Daumen oder 1 Daumen ungefähr und auch nicht ganz nah an den Rand, damit es nicht ausreißt, aber auch nicht zu weit nach innen rein ins Leder, sonst fehlt uns der Platz, also hier so einen halben Zentimeter Abstand zum Lederrand lassen.
Und mit dieser Technik gehen wir jetzt quasi einmal um die vordere Hälfte unseres Lederlappens außenrum. Wer es zu Hause hat, kann das natürlich auch hier mit so einer Lochzange machen. Der Vorteil von der Lochzange ist, dass das Leder quasi ausgeschnitten wird und nicht nur gedehnt wird. Und ihr seht schon, wir haben dann hier einfach ein offenes Loch, während das Loch sich hier leicht wieder schließt und wir es also schwerer haben, dann nachher durchzufädeln. Damit es jetzt schneller geht oder vor allem auch nachher beim Fädeln, arbeite ich jetzt mit der Lochzange weiter. So. Die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass man, wenn man eben so einen Daumenbreiten, anderthalb Daumenbreiten Abstand nimmt, es bei kleinen Erwachsenenfüßen, wie jetzt hier für meine Freundin, so ungefähr 15 Löcher sind, die man machen muss. Für einen größeren Fuß, mittelgroßen Männerfuß vielleicht, so ich habe Größe 43, ich brauche immer ca. 17, 18 Löcher. Und bei Kindern im Alter, im Grundschulalter, da habe ich meistens 7 bis 9 Löcher gebraucht, die man eben außenrum macht. Und jetzt hat man hier einen schönen Lochkranz. So, mit etwas Abstand macht man das gleiche jetzt hinten rum. Wieso mit etwas Abstand? Ich zeige euch das mal. Wenn ich hier drauf stehe, das ist jetzt natürlich mein Fuß, dann habe ich hier die letzten Löcher auf der Seite. Also geht nachher mein Schuh ungefähr bis hier hoch. Und ich brauche jetzt ein bisschen Abstand, weil ja hier dann mein Fuß rauskommen möchte, ja, aus dem Schuh. Entsprechend fange ich etwas weiter hinten an und in dem Abstand befindet sich dann der Rest vom Fuß. Genau, so. Auch wieder gleiches Prinzip. Ungefähr anderthalb Daumenbreiten Abstand zwischen den Löchern. Und jetzt haben wir auch noch die untere Hälfte gelocht. Wie geht es jetzt weiter? Als nächstes müssen wir uns eine Zunge rausschneiden. Das heißt, dass wir unseren Fuß natürlich auch hier oben am Fußspann bedecken wollen. Und das ist eigentlich ganz, ganz simpel. Den Stift habe ich jetzt vergessen, das mache ich frei Schnauze. Man schneidet sich einfach ein rechteckiges Stück aus, das ungefähr hier auf den Fußspann dann drauf passt. Entsprechend kann ich auch hier die Vorlage nehmen. Ne? Der Fußspann wird ungefähr hier liegen und wir machen die Zunge aber ein bisschen länger, damit die noch auf das Schienbein hochreicht. So. Ich schneide natürlich gleich zwei aus, für den anderen die gleiche Zunge. Okay. Wir müssen jetzt überlegen, wie viele Löcher wir in die Zunge reinmachen müssen, weil wir die nachher dann gleich reinweben in den Schuh. Und da zählen wir jetzt gerade nochmal durch. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 Löcher hier. Die äußeren braucht man nicht unbedingt, dann lassen wir die äußeren drei weg. Dann haben wir noch 9 Löcher übrig. Dann machen wir 1, 2, das zweite Loch quasi dann eins rein. Das heißt, wir haben 1, 2, 4. Wir brauchen also 4 Löcher hier drin. Die machen wir einfach in die untere Kante rein. 1, 2, 3, 4. So, dass man hier 4 gleichmäßig verteilte Löcher drin hat. Das können wir gleich bei der anderen Zunge machen. 1, 2, 3.
4. So, fangen wir jetzt also an, unseren Mokassin zu schnüren. Ja, dafür braucht ihr zunächst mal hier eben so einen längeren Bändel. Wie gesagt, das ist ungefähr der halbe Umfang jetzt hier von so einem Oval. Und hinten rein macht ihr einfach einen Knoten. Ihr legt eine Schlaufe, holt es durch. So. Und schuppdiwupp, habt ihr hinten zumindest mal einen Stoppknoten. Und jetzt ist eigentlich unglaublich simpel, denn wir gehen, ich habe die vorne auch ein bisschen spitz geschnitten, dass wir jetzt hier gut durch die Löcher durchkommen. Wir gehen immer von außen, also da wo die glatte Seite ist, durch unser Leder hindurch. So. Jetzt hat sich hier natürlich noch nicht viel getan. Da liegt jetzt quasi wie hier so eine Schlange außenrum. Aber wenn wir jetzt diese Bänder etwas zuziehen, so, so, dann stehen hier solche Falten. Ja, und diese Falten, die legen sich dann quasi nachher um unseren Schuh herum. Ganz wichtig ist am Anfang, möglichst dicht das zusammenfalten lassen hier, damit es nachher nicht so umständlich ist, das alles nacheinander wieder durchzuproben. So. So ziehen. Jetzt nicht durch die Zunge. Wieder durch die Zunge, dann durch die Sohle, dann durch die Zunge, so, zuziehen immer, dann hier nicht durch die Zunge, und hier wieder durch die Zunge, so. Durch die Zunge. Jetzt durch die Zunge durch. Damit hätten wir die Zunge ganz eingearbeitet. Und man sieht schon ein bisschen, wie sich jetzt hier quasi so eine, durch dieses Auffalten, wie so eine, ja, so eine Sockenform ein bisschen bildet. Und hier hängt eben mittendrin unsere Zunge. So. Und dann den restlichen Weg voll ohne Zunge zurück. Immer schön von der glatten Seite nach innen. So. So. Wunderbar, dann kann man hier nochmal mit den Fingern ein bisschen nachschieben, dass das schön rauskommt und sich schön formt. Die restliche Form, die endgültige Form entsteht aber sowieso erst, indem dann quasi der Fuß auch drinnen steht. Und fast das gleiche machen wir jetzt ebenfalls mit einem langen Bändel hinten. Nur dass es wir dieses Mal keinen Knoten hinten reinmachen brauchen zwingend, weil wir den Bändel quasi einmal außen rum und nachher kann man mit dem langen Bändel sich hier den Schuh quasi zuschnüren, wie man es gewohnt ist. So, entsprechend gehen auch wir hier immer von außen, im Außenbereich des Schuhs nach innen und wir lassen hier schon mal ein Stück stehen, weil wir damit ja dann nachher unseren Schuh binden wollen. So. Das geht jetzt voll schnell, da braucht man jetzt auf keine Zunge mehr achten.
Man kann jetzt hier zwei Varianten anwenden. Entweder die gleiche wie eben auch, dass man immer von außen reingeht. Hat einen Nachteil, dass man nachher den Schuh nicht so schön zuziehen kann passend. Deswegen gehe ich jetzt hier im ganz gewöhnlichen, ja, Running Stitch nennt sich das im Englischen. Also immer von außen nach innen und dann im nächsten Loch wieder von innen nach außen, von außen nach innen. Außen und so weiter und so fort. Und dann kann man das nachher richtig schön zuziehen. So. Jemand ist von so einem Säckchen vielleicht auch kennt, von so einem Turnbeutel, das funktioniert genau gleich. Und das Schöne ist, wenn man darauf nicht ganz genau gezeichnet oder ausgeschnitten hat, das passt sich trotzdem schön an den Fuß an. Wenn man das eben ganz einfach durch diesen Zug quasi nachjustieren kann. So. Genau, so wird doch ein Schuh draus. Sieht es schon fast nach einem Schuh aus, ne? Kann man hier noch ein bisschen zuziehen eben. So. Und da kommt dann quasi der Fuß rein, ist jetzt natürlich für mich viel, viel, viel zu klein, da der Schuh ja für meine Freundin gedacht ist. Wie der dann nachher aussieht, zeige ich euch, sobald die wieder aus der Uni nach Hause kommt. Aber einen Blick in den Schuh hinein können wir werfen. Nämlich, ihr seht hier noch die Vorzeichnung von der Schablone, wo die Ferse ist, ist hier hinten, ja. Und hier wölbt sich schon schön um die Ferse rum. Das sollte also wunderbar passen. So viel zum ganz einfachen Mokassin. Ich mache jetzt noch schön den zweiten und dann gibt es eine kleine Laufpräsentation, wie das aussieht. Und in einem weiteren Video zeige ich euch, wie man da einen Überschuh drüber macht, damit diese einfache Sohle nicht durchläuft und man den ganzen Schuh neu machen muss, sondern nur diese Übersohle wechseln kann. Und in einem übernächsten Video vielleicht zeige ich euch noch, wie man eine andere Art von Mokassins macht. Und es gibt dann auch hier so eine Bastelreihe an Videos. Ich freue mich aufs Basteln und ich hoffe, ihr guckt fleißig zu, habt Spaß beim Nachmachen und genießt noch diese schönen letzten Sommertage. Ciao!